Hey Leute, willkommen zu einem neuen Gartenvlog. Wie man sehen kann, sind wir im Garten. Und ich habe jetzt hier schon ein paar Pflanzen, die man jetzt Freiland im März natürlich schon sehen kann. Und dann haben wir hier einmal Ringelblumen. Dann haben wir hier Kapuzinerkresse. Und einmal Fenchel. Und dann haben wir einmal Gartenkresse. Die können wir natürlich auch Freiland aussehen. Und dafür werde ich jetzt die beiden vorderen Beete dafür fertig machen und dann können die da, dann kommt es auch schon da rein und dann gießen wir das. Also jetzt kommen so langsam voran. Meine Pflanzen sehen auch schon richtig gut aus. Also die sind zwar ein bisschen riesig lang geworden, weil die halt immer nicht so viel Licht abbekommen haben, aber jetzt werden sie hoffentlich schön kräftig und dann kann ich sie auch schon in ein paar Wochen hier hinten in das Feld reinpflanzen. Darauf freue ich mich nämlich schon sehr, weil wir haben alle verschiedene Farben bekommen. Und dann mal gucken. Ja, und hier meine Pflanzen, also zum Beispiel die Ringelblumen, die werden jetzt halt gepflanzt. Und die können im Juni blühen die dann. Hier bei der Kapuzinerkresse ist sogar schon im Mai soweit. Bei der Gartenkresse, kommt es halt auch drauf an, so September. Mal gucken. Also da kann man sie ernten, angeblich. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Weil jetzt sollte man sie auch pflanzen. Und bei der Gartenkresse steht gar nichts drauf. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... das ist die Gartenkresse. Beim Fenchel kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie so 14 Tage zum Anlaufen brauchen. Und dann kommen die dann auch schon hoch. Das ist ja nämlich schön, weil... Fenchel ist lecker. Also vor allem das Grüne oben. Das ist richtig gut. So, bevor ich hier jetzt noch weiter laber, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben für dieses Video da und abonniert unter diesem Video auf dem Abo-Button. Dann können wir jetzt nämlich auch schon loslegen, unsere Felder weitermachen. Bitte. Ihr wisst, was ich meine.
getrocknetes. Ich habe jetzt gesät und auch gleich gegossen. Nämlich sehr wichtig, dass die trockene Erde auch Flüssigkeit bekommt, also Wasser. Und ja, das muss jetzt alles schön wachsen. Und in den nächsten Tagen gucke ich mal so, was die vorgezogenen Pflanzen so machen. Ich werde auch noch gleich rote Beete vorziehen. Und dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann später aussehen wird. Sonnenblumen kommen auch noch und Mais, der kommt erst viel später. Deswegen mal gucken. Also dies sind jetzt alle Sachen in der Erde, die ich habe, die noch vor dem, die noch vor Mai gepflanzt werden, weil die vertragen halt Frost. Alle anderen, die vertragen halt keinen Frost und die kommen auch erst im Mai. Und die laufen erst im Mai auf. Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das so wird. Und ich gebe euch jeden Tag so ein Update, was sich getan hat. Morgen wird sich höchstwahrscheinlich nichts getan haben. Aber einfach mal gucken, ob sich, ja. Ich gucke einfach mal so die nächsten paar Tage hier so rein, filme das für euch mit und dann schneide ich das zusammen.